die tragische Geschichte von Mia Khalifa. Ich hab mir das Thumbnail geguckt und jetzt, achtet, ich würde mal vermuten, das hat schon was damit zu tun, das ist meine fachmännische Analyse. Kennt ihr diese Frau? Nein. Wahrscheinlich schon, auch wenn es viele von euch vielleicht nicht zugeben. Sie ist eine Pornostellung, ich kenne sie nicht, Jungs. Und ich kenne... Lana Rhodes habe ich schon mal gehört. Jungs, ich kenne keinen Namen, Alter. Sieht irgendwie vercrackt aus. Das ist Mia Khalifa, eine der bekanntesten Pornodarstellerinnen aller Zeiten. Bis heute dominiert sie die Rankings auf allen großen Plattformen, obwohl sie nur 3 Monate in der Industrie war. Vor fast 8 Jahren. Jo, Alter! Die muss ja massiv abgeliefert haben. Aber es kann sein, dass ich schon mal was von dir gesehen habe, aber mich. Doch ihre Geschichte ist keine von unglaublichem Erfolg. Sie handelt von erzkonservativen Familienverhältnissen, dem Bruch mit religiösen Wertvorstellungen, Morddrohungen, Hacks, Knebelverträgen, Beschimpfungen und skrupellosen Labels. I didn't want to be famous. Bang Bros? Dieser Name. Google search away. Hacked by ISIS. Money machine. Utter fear. They just laughed. At that point, my life was kind of ruined. It was turned upside down. Mia Khalifa, das ist nicht ihr echter Name, wird 1993 in Beirut im Libanon geboren. Im Alter von 8 Jahren zieht sie gemeinsam mit ihrer Familie in die USA, nach Maryland. Sie studiert Geschichte an der University of Texas und zieht nach ihrem Uni-Abschluss nach Miami. Dort wird das Porno-Label Bang Bros auf sie aufmerksam. 2014 unterzeichnet Khalifa einen Vertrag bei der Produktionsfirma und dreht in 3 Monaten rund ein Dutzend Pornos. Eigentlich will sie das vor ihrer erzkonservativen Familie und ihren Freunden geheim halten, aber naja, das klappt nicht. Im Dezember 2014 wird sie über Nacht zur meistgesuchten Darstellerin auf der Plattform Pornhub, aufgrund einer einzigen Szene. In der trägt die damals 21-Jährige ein Hijab. Also ein Kopftuch, das in der Regel von muslimischen Frauen getragen wird. Sie selbst ist keine Muslimin. Das Video geht viral. Ja, ich kann mir gut vorstellen, was danach passiert ist. Und verändert ihr Leben für immer. Ihre Familie erfährt von ihrer Pornokarriere und distanziert sich in einem öffentlichen Statement von ihr. Khalifas Handlungen würden weder die Überzeugungen ihrer katholischen Eltern, ihre Erziehung noch ihre libanesischen Wurzeln widerspiegeln. Sie würden hoffen, dass ihre Tochter wieder zur Vernunft komme. Ihr Verhalten, sowohl für ihre Familie als auch für ihr Heimatland, seien nicht ehrenhaft. Khalifa muss massiv Anfeindungen und Beleidigungen ertragen, besonders aus dem Nahen Osten und speziell ihrem Heimatland. Dort löst die Hijab-Szene eine riesige Kontroverse aus. In vielen arabischen Ländern sind Sexualität und Nacktheit ziemliche Tabuthemen. Pornografie ist häufig sogar gesetzlich verboten. Viele muslimische Frauen tragen den Hijab aus religiöser Überzeugung und Tradition. Das Kopftuch soll laut dem Koran die sexuellen Reize der Frau verdecken. Khalifa erhält wegen des Videos sogar Morddrohungen von der Terrormiliz Islamischer Staat. Sie veröffentlichen ein bearbeitetes Bild, das ihre Enthauptung darstellen soll. Außerdem hacken sie ihren Instagram-Account und schicken ihr später einen Google Maps-Screenshot ihrer Adresse in Miami. Utter fear set in. I lived in a hotel for like 2 weeks and I moved after I was able to like, you know, get my things together and, you know, find a new place. But that was one of the scariest. That was way more scary than the beheading Photoshop. Aber wirklich, Digga, ihr wisst ja, IS, Digga, wenn der IS dir sagt, ich will dich umbringen, dann schickt dir ein Bild von deiner Adresse. Mia Khalifa wird auf der Straße angebrüllt. Ihr wird hinterhergepfiffen. Sie wird von fremden Leuten von der Seite angemacht. Als sei sie zu einer Hälfte Hass, zur anderen Sexobjekt. Dazu schreibt sie später in einem Instagram-Post, "The men yelling at me are the same men clicking on me." Ja, man kann es nicht anders als Doppelmoral oder heuchlerisch bezeichnen, dass Menschen sich jemanden gerne auf dem Bildschirm angucken, aber in der echten Welt. Ihre Blumenvase ist ein Penis. Ihre Blumenvase ist ein irrigierter Penis. Finde ich kreativ. Ja, kein bisschen respektieren, keine Rechte für diese Person
wollen und natürlich auch nicht dazu stehen, dass sie diese Person auf dem Bildschirm gerne ansehen. Das ist Madita Oeming. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und forscht schon seit Jahren zu Pornos. Hier beschreibt sie einen ziemlich üblen Widerspruch rund um die Pornoindustrie. Mia Khalifa und zahllose weitere Darstellerinnen haben Content produziert, der von hunderten Millionen Menschen gefordert und angeschaut wird. Warum werden sie dafür eigentlich verurteilt? Mit welchem Recht blicken so viele Menschen auf sie herab? Anfang 2015 verlässt Khalifa nach nur 3 Monaten die Pornoindustrie. Erst interessant, finde ich auch, Digga. Das sollten wir mal analysieren. 4 Jahre später bricht sie ihr Stillschweigen und spricht über die berüchtigte Hijab-Szene. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren damaligen Arbeitgeber Bang Bros. Sie sei von den verantwortlichen Produzenten zu der Szene gedrängt worden. Vor dem Dreh habe sie sogar Bedenken geäußert. I verbatim told them, you guys are gonna get me killed. And they said? They just laughed. Heute bereue sie das Video sehr. Warum aber hat sie den Dreh damals nicht einfach abgebrochen? I was scared. I knew that if I said no, it would, you know, they're not going to force you to do it. That's at that point, that's rape. No one's going to force you to have sex. But I was still scared. I was intimidated. I was nervous. Nach dem unvorstellbaren Shitstorm rund um die Szene stand Khalifa nach eigenen Aussagen dann ganz allein da. Von Bang Bros habe sie keinerlei Unterstützung erhalten. Die Art, wie sie am Set eingeschüchtert wurde, sei laut ihr auch kein Einzelfall. Sie wirft der Branche vor, gerade junge Frauen in die Pornoindustrie zu locken, sie zu manipulieren und zur Unterzeichnung schlechter Verträge zu drängen. Sie ist bei weitem nicht die Einzige, die von solchen Erfahrungen berichtet. It's the same with when you sign your contracts. You have, you know, the president and the CEO of the company sitting in the room with you, waiting for you to read it. And when you're reading it, you're not comprehending anything that's written because you're so nervous because people are staring at you. True, Digga. Mia Khalifa habe nach eigenen Angaben als Pornodarstellerin gerade einmal $12,000 verdient. Bang Bros streitet alle Vorwürfe vehement ab. Sie äußern sich auf einer eigens dafür erstellten Website. Statt 3 Monaten hätte Khalifa fast 3 Jahre als Pornodarstellerin gearbeitet. Dafür liefern sie keinerlei Beweise. Auf ihrer Hauptseite tun sie allerdings in 2 Fällen so, als wäre Mia Khalifa 2017 und 2018 für neue Videos zu der Produktionsfirma zurückgekehrt. Beides ist gelogen. Sus. Die Produktionsfirma behauptet außerdem, Khalifa hätte nicht 12.000, sondern insgesamt $178.000 verdient. Hier steht letztlich Aussage gegen Aussage. Welche Zahl nun stimmen mag, 12.000 oder doch eher $178.000, ihre Videos wurden allein auf Pornhub über 1,2 Milliarden Mal aufgerufen. Sie gehört bis heute zu den beliebtesten Pornodarstellerinnen auf der Plattform. Auf ähnlichen Plattformen ist sie ebenfalls bis heute an der Spitze. Bang Bros, Pornhub und Co. haben an ihren Inhalten mutmaßlich ein Vermögen verdient. Zu genauen Zahlen wollen sich die Unternehmen nicht äußern. Bei der Verbreitung zahlreicher Kopien ihrer Videos profitiert Khalifa nicht mit. Diese Einnahmen gehen an das Produktionsstudio und Seiten wie Pornhub. Aus ihrer Sicht war ihr Vertrag ganz klar ausbeuterisch. 2020 hat sie unter anderem deshalb von Bang Bros und Pornhub gefordert, ihre Szenen zu entfernen. Das kriegt man nicht mal aus dem Internet, Digga. Also wenn sie einmal drin ist und so fame, kriegt man das nicht mehr raus. Darsteller und Darstellerinnen sind in der klassischen Pornobranche häufig die klaren Verlierer. Flatrate-Verträge mit $1000 pro Szene und danach kein Cent mehr sind gang und gäbe. Die Performer können häufig nicht wie Musiker immer wieder mit jedem Klick an ihren Werken mitverdienen. Sie erhalten keine aktive Beteiligung, nur eine feste Gage für den Dreh. Alle weiteren Einnahmen gehen dann in der Regel an die Produktionsstudios. Das alles wirkt auf uns ziemlich unfair. Und damit sind wir nicht allein. Tatsächlich gibt es eine wachsende Sparte mit explizit fair produzierter Pornografie. Bei diesen Produktionen wird zum Beispiel versichert, dass es sich um einvernehmlichen Sex handelt und die Darsteller volljährig und gesund sind. Die Darsteller können sich ihre Partner für den Dreh außerdem selbst aussuchen. Dadurch sollen echte menschliche Verbindungen gefilmt werden. Eine sehr erfolgreiche Produzentin fairer Pornos ist zum Beispiel die Schwedin Erika Lust.
Für ihre Pornos müssen Konsumenten allerdings zahlen. Aus gutem Grund. Es fängt ja schon mal damit an, dass die meisten Menschen, wenn ich sage, bezahlt für eure Pornos, anfangen zu lachen. Ja, kann ich mir nicht leisten, Digga. Also die Bereitschaft für Pornografie zu bezahlen ist für viele Menschen so absurd geworden in dieser Zeit, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass Pornografie umsonst zur Verfügung gestellt wird. Stimme ich maximal zu, Digga. Dass da eigentlich das Problem schon anfängt, weil das natürlich auch was mit der Wertschätzung von einem Produkt zu tun hat, der Wertschätzung von den Menschen, die da drin arbeiten. Also wir sind in einem kapitalistischen System, wir drücken darüber auch Wertschätzung aus. Jan Böhmermann hat kürzlich den ersten öffentlich-rechtlichen Fair produziert. Den habe ich mir aus Recherchezwecken angeguckt, aber der war nicht gut, Jungs. Keine Empfehlung. Herausgebracht. Ein Link zur entsprechenden ZDF-Magazin-Royal-Folge ist in der Beschreibung. Bis heute findet man unzählige Videos von Mia Khalifa auf Pornhub. Und es gibt sogar noch eine Website unter ihrem Namen, an der sie, laut ihr selbst, nichts verdient. An all diesen Inhalten kann sie nicht irgendwie Anzeige machen, wenn die ihren Namen dafür benutzen? Hat Khalifa keine Rechte. Sie hat keinerlei Macht über die Verbreitung dieses Materials. Anders auf OnlyFans. Auf der Online-Plattform entscheiden die Creator selbst, was sie veröffentlichen. Auf ihrer entsprechenden Page schreibt Khalifa: "This is the only site where you can find content I consent to publicizing." Sie postet dort zwar Bilder aus ihrem Alltag, Nacktfotos veröffentlicht sie aber nicht. Sie will schon lange nicht mehr auf ihre Pornokarriere reduziert werden. Ihre Vergangenheit mag zwar stets nur eine Google-Suche entfernt sein, dennoch versucht sie seit ihrem Ausstieg, das Image ihrer Person zu ändern. Heute widmet sie sich ihrer wahren Leidenschaft, dem Sport. Alright, on to news only Mia cares about. We are gonna talk about enforcers in the NHL. Sie arbeitet als Kommentatorin und ist unglaublich erfolgreich auf Social Media. Auf TikTok und auf Instagram hat sie jeweils rund 30 Millionen Follower. Hä, warum kenne ich ihn? Ich habe noch nie von der gehört, Alter. Dort verarbeitet sie humorvoll ihre Vergangenheit. Tell me why you're the family disappointment. Und nutzt ihre Reichweite, um über die Ausbeutung junger Frauen in der Pornoindustrie aufzuklären. Mia Khalifas Geschichte zeigt, wie erbarmungslos Teile der Pornoindustrie operieren, wie junge Frauen manipuliert und dann von der Öffentlichkeit verurteilt werden. Sexarbeit ist Arbeit. Wir als Gesellschaft sollten diese Arbeit anerkennen, entstigmatisieren und respektieren. Dazu zählt vielleicht auch, für fair produzierte Pornografie zu zahlen. Nicht zuletzt sollten wir viel offener und ehrlicher über Pornos sprechen. Wie ich schon richtig. Und Slutshaming, geprägt durch Vorstellungen aus dem Mittelalter, hinter uns lassen. Cheers. Gute Video! Gute Video!